Silvio, wir sind bei der Challenge St. Pölten und du versuchst mich hier vorm Interview unter Druck zu setzen mit der Frage, ob ich mir was Sinnvolles überlegt habe. Da stellt sich mir die Frage, was braucht eigentlich ein Interview nach so vielen Jahren noch für dich, dass du sagst, ja, das macht mir auch noch Spaß, ein Interview zu geben? Also, es muss einfach stattfinden. Im Moment finde ich schon geil, wieder Interviews zu geben vor dem Rennen, noch besser natürlich nach dem Rennen, bei Rennen, die dann auch tatsächlich stattgefunden haben. ja, das langt schon. Mehr brauche ich im Moment gerade gar nicht. Wir haben gerade oben bei dir im Zimmer schon mitgehört, dass die Stimmung gut ist. Wie ist die Lage? Wie geht's? Ja, wirklich, wirklich sehr gut. Also nicht nur irgendwie jetzt wegen Rennen und Form und so weiter, sondern einfach halt ja, wieder unterwegs zu sein. Wir sind ja auch echt cool untergebracht, also die ganze Location, man muss generell vielleicht mal noch kurz ein bisschen ausholen. Nicht nur die Location, so eine Art Sportschule, in der wir hier untergebracht sind, ist echt klasse, weil alles schön nah ist und für uns halt echt easy zu machen ist, sondern einfach, ja, Challenge St. Pölten generell, habt ihr, glaube ich, genauso erfahren wie wir von Athletenseite. Einfach unheimlich geile Kommunikation, vor allen Dingen in der Zeit, wo man halt echt gefühlt, vor allen Dingen als Athlet, stündlich irgendwie irgendeinen Refresh-Button drückt, um irgendwie rauszufinden, ob jetzt ein Rennen stattfindet oder nicht. Ist halt echt schön, wenn Veranstalter das wissen und dementsprechend auch vielleicht lieber mal eine E-Mail ohne Inhalt rausschicken, wie gar keine E-Mails mehr. Und ja, also deswegen halt echt mega, mega Job von der Veranstalterseite hier. Ja, und die Location ist auch echt alles, was das Sportlerherz so begehrt. Ist es dann so bei so einem Rennen wie hier, wenn man so, nennen wir es mal, Wertschätzung erfährt, also so haben wir es für uns auch zumindest genannt, so wie man uns gegenübergetreten ist und wie man kommuniziert hat und wie schnell und wie offen und wie man alles ermöglicht hat, dass man hier noch ein bisschen gerne vor Ort ist als bei anderen Rennen, oder spielt das so für dich eigentlich keine Rolle oder sagst du, ich bin abgebrüht, für mich ist jedes Rennen gleich? Nee, absolut nicht. Also gerade nach den vielen Jahren gibt es definitiv Rennen, die man mehr ins Herzen geschlossen hat und Rennen, wo man halt sagt, ja, gut, das war halt ein Job und muss ihn nicht nochmal unbedingt gemacht haben oder so. Und das hat gar nicht unbedingt immer jetzt mit dem Starterfeld und so weiter zu tun, sondern schon sehr viel einfach damit, wie man sich fühlt bei dem Rennen vor Ort eben, ob man sich willkommen fühlt oder halt vielleicht eher nicht. Und hier ist definitiv so, man fühlt sich willkommen. Ja, und dazu hat St. Pölten ja einfach eine wahnsinnige Historie in unserem Sport eigentlich. Ja, also ich habe ja mit dem Sport angefangen, da gab es noch gar kein 70-3, sondern das wurde dann ja zum Glück eingeführt mit meiner Volljährigkeit quasi. und seitdem gibt es eigentlich auch quasi den Ironman oder den 70-3 St. Pölten und dann die Challenge St. Pölten. Und deswegen einfach ein Rennen mit einer wahnsinnigen Historie, das ich bis jetzt einfach noch nicht gemacht habe. Und dementsprechend ja, wird es mal Zeit und es wird dann, denke ich, auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich sehe so ein kleines Funkeln in den Augen. Ist das hier jetzt schon sowas wie Liebe auf den ersten Blick, würdest du sagen? Also, oder was weißt du über das Rennen schon? Eigentlich bis jetzt herzlich wenig, bis auf halt die ganzen YouTube-Videos, die ich auch angeguckt habe, um mich mal ein bisschen mental drauf vorzubereiten in der scheiß Wetterperiode, die wir gerade ja hatten und ziemlich viel Zeit auf der Rolle. Dementsprechend, ja, ich glaube, ein bisschen Eindruck von der Strecke habe ich schon. Persönlich werde ich mir dann einen Eindruck morgen am Freitag vorm Rennen machen. Und ja, aber ansonsten halt schon mal sehr, sehr gut. Also nicht nur einfach, man fühlt sich willkommen, sondern wir waren heute Mittag noch 50 Meter Pool schwimmen, Freibad, richtig cool und einen guten, sehr freundlichen Italiener. Hey, ich meine, das ist schon mal eine gute mehr. Grundlage. Ja. Ich habe selten so eine gute Pizza gegessen, muss ich dazu sagen. Ja. Wir haben im Vorbericht geschrieben, dass wir dir einfach mal offiziell unterstellen, dass das Rennen in Riccione so einen kleinen Stachel hinterlassen hat. Also du hast dich zwar sehr zufrieden gegeben und dritter Platz, das ist irgendwie gut und du warst, glaube ich, auch sehr, sehr happy, dass es mit der Achillessehne alles funktioniert hat, aber am Ende war es dann doch in Anführungszeichen nur der dritte Platz, was ja irgendwie auch, wenn man dich kennt und so, am Ende den Ansprüchen vielleicht nicht ganz so gerecht wird. Also wie gesagt, wir haben es dir offiziell unterstellt. Und wenn ein kleiner Stachel da ist, würde mich interessieren, wie tief sitzt der und führt der irgendwie auch mit den Erkenntnissen gegen den Pablo Dapena und den Thomas Steger dazu, dass du hier vielleicht mit einer ganz anderen Herangehensweise in das Rennen gehst und sagst, so ja,
ich musste vielleicht in Regionen ein bisschen vorsichtiger auf dem Rad agieren, um zu gucken, was beim Laufen dann noch ist, ein bisschen vorsichtig sein. Und vielleicht haben wir ein bisschen Glück und wir sehen jetzt hier nochmal so eine richtige Kienle-Attacke auf dem Rad oder sowas. Ich glaube, leider war es nicht so, dass ich mir während dem Radfahren gesagt habe, ich muss irgendwie vorsichtig agieren oder sonst irgendwas. Das war auf der einen Seite einfach es nicht besser zu können in dem Moment, aber halt auch die gesamttaktische Situation war auf jeden Fall nicht so einfach. Ja. Das muss ich da klar sagen. Ja. Und der Stachel, der sitzt schon tief, aber gar nicht mal jetzt wegen dem dritten Platz und dem Ergebnis an sich, sondern wie das Ergebnis halt zustande gekommen ist, weil da muss ich halt einfach sagen, bin ich mit meiner Leistung in Regione, also ich würde mal sagen halt eins von drei hat ganz gut geklappt. Die Wechsel waren Durchschnitt, aber Schwimmen war halt wirklich schlecht, also weit hinter dem, was ich irgendwie gedacht habe. Und Radfahren war auch eher, ja, Durchschnitt, würde ich mal sagen. Laufen war sehr gut und das wird jetzt am Sonntag klar das Wichtigste überhaupt. Und ich glaube, dann könnte sich auch das Ergebnis noch mal ein bisschen ändern. Wobei ich klar sagen muss, dass auch das Feld hier mit Sicherheit noch mal stärker ist, wie das jetzt in Regione. Vor allen Dingen wegen Markus Dietleff. Markus? Ja, Magnus. Magnus. Ja, Cecciarelli, gell? Aber du hast ihm ja auch schon einen anderen Nachnamen verpasst, oder? War das nicht irgendwas mit Deathlev? Ja, er fährt auf jeden Fall wie irgend so ein Typ von einer Motorradgang, das kann man ganz klar sagen. Also, er fährt schon richtig stark und auch mit der Schwimmleistung, die er halt in St. George gezeigt hat, wo er wirklich schon knapp an der Gruppe dran war vorne, wird auf jeden Fall eine harte Nuss, ja. Und ist ja auch jetzt in dem Ranking quasi auf ein Platz vor mir oder halt auf Platz 1 gerankt hier für das Rennen, und das würde ich auch so sehen, ja. Und da soll ich beim Schwimmen mit dabei sein und dann mit ihm Radfahren und dann die Laufleistung von Regione noch ein minimal toppen, dann wird es ganz gut aussehen, denke ich. Entlässt du uns auch mit genau der Hoffnung, dass das passiert, oder sagst du, das ist selber bei dir noch so ein bisschen Hoffen und Bangen, dass das auch dann so kommt, oder ist das absehbar, dass du selber jetzt sagen würdest, ja, so Gefühl habe ich mir in Regione bestätigt und jetzt bin ich hier bereit, nochmal ein Quäntchen draufzulegen. Oder kann halt auch, so wie gerade hast du ja noch gesagt, das war auch gar nicht da drin. Ja, ich würde schon sagen, dass das so ist. Also, dass ich da noch ein Quäntchen drauflegen kann. Aber das, ja, Problem ist halt wirklich, vor Regione habe ich das auch gedacht. Da habe ich gedacht, okay, im Schwimmen, ey, da bist du richtig fit. Und dann war halt echt das Ergebnis halt alles andere wie irgendwie das, was ich mir halt davor vorgestellt habe. Und dementsprechend ist halt, talk is cheap, ja. Wir werden es am Sonntag sehen. Dann, aber ich habe auf jeden Fall schon mir einiges vorgenommen, vor allen Dingen dann halt fürs Schwimmen, ja. Jetzt wahrscheinlich ist der Druck so hoch, dass es nochmal voll in die Hose geht. Aber ja ich habe, dafür mache ich ja auch die Rennen, also weil du brauchst halt auch, also gerade ich brauche auch wirklich so ein bisschen die Rennpraxis und auch als Reiz irgendwie für den Körper ist für mich unheimlich wichtig. Und das Schöne war jetzt eben nach Regione, dass das jetzt nicht irgendwie die Szene gesagt hat, so, nee, Junge, das läuft gar nicht so, Rennen kannst du erstmal knicken, sondern es war eigentlich, ja, so wie ich es auch erhofft hatte, halt wie ein, von dem, was irgendwie Auswirkungen auf die Szene war, wie ein 20 Kilometer Dauerlauf, würde ich mal sagen. Es hat jetzt nicht irgendwie zwei Wochen ohne Laufen danach gebraucht, um wieder irgendwie einigermaßen schmerzfrei zu sein. Wenn wir mal sagen, wir sind jetzt unter uns und es ist keine Kamera dabei und ich würde dich bitten, gib mir doch mal so eine Kampfansage, so irgendwie von dem alten Sebi. Kriege ich die? Ja, die kriegst du in diesem Jahr noch. Aber nicht heute, nicht hier. Weißt du, wie gesagt, talk is cheap und im Moment muss ich sagen, also zum Beispiel gerade auch mit dem Laufergebnis in Regione, das war wiederum weit über dem, was ich eigentlich im Training gezeigt habe. Und einfach nur irgendwas rausschwafeln und es nicht halt mit Leistung dann unterfüttern können, ich glaube, das macht wenig Spaß. Yo, yo, yo. Seitenhieb verstanden. Wir freuen uns auf die Kampfansage. Nein, der hat ja meistens auch dann entsprechend geliefert. Jetzt vielleicht bis auf Tulsa, aber ansonsten, ja.
Wir freuen uns trotzdem auf die Kampfansage, die wir dann hoffentlich an anderer Stelle noch von dir bekommen und freuen uns vor allen Dingen auf das Gespräch im Ziel und sind ganz gespannt, wie es ausgeht. Vielen Dank. Ja, gern.